Herzlich willkommen bei Potato Man Seeks the Truth. The Truth. The Truth is on fire. Und, ja, wir können laufen und wir können springen. Und das war's, glaube ich. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich bin dieser Potato Man, den ihr da im Bild eventuell seht. Und was hat er gesagt? Oh, ich bin gestorben. Und dieses Spiel besteht aus so verschiedenen Dingen. Wir sind Potato Man, ihr seht mich eventuell, ich bin wunderschön, ich weiß. Und das ist so ein Side-Squaller-Jump'n'Run, keine Ahnung, kennt ihr wahrscheinlich. Und genau, ihr seht es eventuell schon, man wird hier immer wieder überrascht, weil die Hindernisse... Ist es normal, dass ich den Boden nicht sehe? Und der springt einfach hoch. Oh mein fucking Gott. Ja, auf jeden Fall, ihr seht schon, was hier passiert. Die Hindernisse, die reagieren einfach alle, ja, einzigartig. Kann man das so sagen? Ich glaube, der schießt denn... Warum guckst du so böse? Ey, die Steuerung fühlt sich auch richtig seltsam an. Wirklich, ohne Spaß. Okay, das war wohl eine Fata Morgana. Möchtest du mich töten, Vogel? If you still seek the truth, it can be found in the darkness of the forest. War das ein Tipp? Tötest du mich? Nee. Wir haben das erste Level geschafft. Gibt es hier Level? Ich habe keine Ahnung. Wir sind im Dschungel. Alter, oh mein Gott. Kacken die auf mich oder... Bird brains cannot for the truth. Was ist denn überhaupt ein Truth? Ich habe das gerade bei Google Übersetzer eingegeben, ja? Und der konnte mir nicht sagen, was das bedeutet. Hä? Alter, dieses Küken ist einfach über mich gesprungen. Und jetzt hat es mich getötet. Ja, warum stand da eine 9? Ich habe keine Ahnung. Das bedeutet, scheiße, ich bin gestorben. Das sind meine Leben? Das könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, die Küken springen immer über mich drüber. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Sprich, ich, oh, eine Eule. Oh, ja, wie geht's dir, Alter? Du siehst ziemlich cool aus. Du gefällst mir. Oh. Ich vermute... Was Peanuts? Okay. Ich vermute mal, dass... Oh mein fucking Gott. Ich könnte unten drunter durchlaufen und das habe ich getan. Gut, 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 gut. Oh mein fucking Gott. es hat halt einfach funktioniert. Okay, einfach durchlaufen. Ich bin tot. Ich habe den Baumstamm nicht gesehen. Was wohl passiert, wenn ich Game Over bin? Scheiße. Ich bin überfordert. Mit der Gesamtsituation. Alter, Finne, hört doch mal. Ja... Okay. Ein Affe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die Banane trifft mich. Ich muss also kurz stehen bleiben. Hier vielleicht. Okay. Wie soll ich denn ausweichen? Wie soll ich denn da ausweichen? Da ist ein Potato Man. Ich habe ein neues Level erreicht. Alter, dieses Spiel ist ziemlich stressig. Weil du halt einfach nicht weißt, was passiert. Okay. Hallo, Potato Mans. Alter, hör doch mal auf, meine Freunde umzufahren. Ups. Okay. Too busy for truth. Ich verstehe. Ich weiß halt noch nicht mal, was ich suche. Ich suche einen Truth, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Oh, die haben einen Unfall gebaut. Ja, das tut mir... Ich lebe noch. Nicht. Muss ich von vorne anfangen, wenn ich gleich Game Over bin? Es ist halt einfach viel zu schwierig. Es ist halt einfach viel...
Bin ich tot? Bin ich tot? Ich konnte mir aussuchen, ob ich am Anfang anfangen möchte. Welcher Potato Man bin ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Busy, busy, busy. Ich konnte mir gerade aussuchen, ob ich von vorne anfangen möchte oder ob ich da weitermache, wo ich gestorben bin, glaube ich. Das war ziemlich gut. Okay. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein. Könntest du. Kann ich auf dir vielleicht. Vielleicht kann ich einfach auf dem weiterfahren. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Nein! Okay. Wisst ihr, was das Problem ist? Starte ich eigentlich am Anfang wieder? I've heard above. Was hat. Oh mein fucking. Wie hätte ich dem ausweichen sollen? Ich frage mich gerade, ob es noch eine Sprint-Taste gibt, aber ich glaube nicht, nee. Wie hätte ich denn dem fucking LKW ausweichen sollen? Wer bin ich? Ohne Spaß, der ist viel zu OP. Was ist das hier eigentlich? Sonic, Alter? In Sonic läuft man auch vorm LKW weg. Bestes Gameplay der Welt. Oh, das war irgendwie einfacher, als ich es erwartet habe. Genau. Das ist einfach. Okay, ich glaube, jetzt können wir gleich. Jetzt können wir springen? Nein. Das. Scheiße, da brauchen wir echt gutes Timing. Ja, es war. Schlechteste Timing der Welt. Das ist. Und. Ah! Oh. Ich hab dir geglaubt, Potato Mann. Ich hab dir einfach geglaubt. Ich habe dir geglaubt, Alter. What the fuck? Oh mein Gott. Er ist nicht gesprungen. Er ist einfach nicht gesprungen. Bitte, ich will nicht Game Over gehen. Bitte, ich will nicht. Oh mein Gott. Dieses Timing, ne? Er ist nicht gesprungen. Ich schwöre. Okay, Potato Man, wir sind wieder angekommen auf der Brücke und wir haben jetzt einen Job, ja? Also nimm ihn ernst und lass uns hier mal regeln. Ich weiß nicht, warum ich da die ganze Zeit gerade nicht gesprungen bin. Das war das schlechteste Timing der Welt. Das tut mir leid. Ich sollte erst nach dem letzten Hai springen. Jetzt ungefähr, ja. Hallo? Ja, ja, dir traue ich nicht mehr. Du bist ein Lügner, Alter. Ein richtiger 31er bist du. Aber ohne Spaß. So, ich kann hier abspringen. Einfach abspringen, ja. Hä, es war so einfach. Das ist ein Marsmensch. Was ist los, Kumpel? Okay. Ich wurde von Außerirdischen geklaut. Oh mein fucking Gott, das sind ekelige Steine. Ey, jetzt entwickelt sich das Ganze noch zu einem Jump'n'Run. Also, oh mein Gott. Oh, wir haben 13 Leben. Nice. Jetzt entwickelt sich das Ganze noch zu einem richtigen Jump'n'Run. Und ihr seht, ich bin Experte auf dem Gebiet. Nee, aber es gefällt mir. Es gefällt mir. Wenn es nicht so schwierig wäre, ne? Ja. Super. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Das ist unmöglich. Ohne Spaß. Hä, wie kann ich auf die. Ich darf auch nicht auf die Steine, die auf dem Boden liegen, treten, weil die wahrscheinlich spitz sind oder so. Und ich mit meinen Kartoffelfüßen, ich darf da nicht drauf treten. Keine Ahnung. Okay, ich warte einfach mal hier. Aber es hört nicht auf. Wie soll ich denn da durchkommen? Als ob. Als ob. Als ob. Ohne Spaß. Es ist einfach viel zu schwierig. Oh mein Gott. Okay, man muss sich einfach immer den Spot suchen, wo man safe ist. Warum wird die Musik so laut? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann nicht auf den Stein draufspringen. Gut, das wissen wir schon mal. Das heißt, ich muss irgendwie drunter durch. Das war nur geringfügig knapp. Nein. Da war ein Vogel. Habt ihr den gesehen? Vielleicht kann ich auf dem reiten oder fliegen.
Oh, scheiße, das ist eine Spinne. Oh, Gott, das ist eine Spinne. Das ist eine Schlange. I can see how you... I can show you the truth. Okay, er kann mir den doch nicht zeigen. Er hat mich angelogen. Danke dafür. Mein Controller war kaputt, wirklich. Ich wollte da nicht reinlaufen, der ist von alleine gelaufen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal wieder. Ne, du blöde Spinne, Schlange. Fledermäuse. Ja, die werden mir ja bestimmt nichts tun, oder? Oh mein Gott, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Oh mein fucking Gott. Oh, wie soll das denn funktionieren? Als ob es unendlich Fledermäuse gibt. Wie soll ich denn da drauf kommen? Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat. Oh, maybe truth is wrong. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe wahrscheinlich den ganzen Witz nicht oder so. Keine Ahnung. Was bedeutet denn truth? Was suche ich denn hier? Ich bin Potato Man. Habt mal ein bisschen Respekt vor mir. Das war nicht gut gespielt. Ich bin Potato Mann und ich werde das Spiel schaffen. Ich bin Potato Mann, ich werde das Spiel schaffen. Ich werde das Spiel schaffen, ich werde das Spiel schaffen. Ich werde das Spiel schaffen, ich bin tot. Ich bin Potato Mann, ich werde das Spiel schaffen. Ich bin Potato Mann, ich bin tot. Okay, ich kann eigentlich durchlaufen. Nur dieser eine Stein, da muss ich ganz kurz anhalten. Und zwar dieser da. Genau. Ey, es hat wirklich funktioniert. Oh mein Gott, ich bin ein Experte par excellence. Bist du Pikachu? Pikapi? Wo muss ich hin? Ich kann nicht so schnell lesen. Bla 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 bla. Truf, bla 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 bla. Da ist ein Blä. Ich hab's gesehen, Alter. Ich hab's gesehen. Okay, bla 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 bla. Hab ich. Pikachu, habe ich das Spiel geschafft? Soll ich jetzt da runterspringen? Pikachu? Entschuldigung? Ach du Scheiße. Ich hätte einfach die Abmoderation machen sollen. Stand ich gerade auf dem Kopf? Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Okay. Alter. Ich krieg gerade Gänsehaut. Einfach so, weil... What the fuck? Das... Was muss ich hier machen? Oh mein Gott, oh mein... So schnell konnte ich bei bestem Willen nicht reagieren. Das war nicht möglich. Liebes Ei. Was? Eventuell ist das einfach der falsche Weg. So, das könnte dann. Oh, ich kann einfach da drüber springen. Das war einfach. Muss ich diese komischen Kristalle einsammeln? Frage Nummer uno. Tatsächlich kann ich die wirklich einsammeln. Das verwirrt mich jetzt. Und wir haben eine ganz. Oh mein. Okay, ich kann einfach dagegen laufen. Man hat halt Angst, ne? Man hat halt Angst, dagegen zu laufen, weil man denkt, man stirbt, aber tatsächlich ist dem nicht so. Ich vermute mal, dass wir hier runterspringen müssen, ne? Okay, nice. Wie komme ich jetzt wieder nach oben? Ach so. Ja, perfekt. Das ist gerade ziemlich cool, muss ich sagen. Das macht Spaß. Okay, ich muss anscheinend diese komischen Kristalle einsammeln. Mal gucken. Warte mal, hier unten links war auch noch eins. Da waren Stacheln. Scheiße! Ich habe noch 8 Leben. Ich will halt ungern Game Over... Oh mein... Alter, die waren einfach nicht da. Das war einfach Einbildung. Was ist das für ein Drogenspiel? Okay, das ist halt so seltsam, weil du siehst ja dieses Hindernis, ne? Aber du weißt, es gibt keine vernünftige Erklärung, wie ich da durchkommen sollte, außer durchzulaufen. Ah, guck mal, hier ist ein Weg. Ja, Jump'n'Runs kann ich. Scheiße.
Oh mein Gott, noch 4 Leben und ich muss, glaube ich, noch an diesem roten Ding vorbei. Das könnte halt wirklich ein Problem werden. Okay. Top, die Wette gilt, würde ich sagen. Wie komme ich jetzt da hoch? Alter, was ist das für ein Da unten ist auch noch eins. War ich da nicht schon? Was ist das für ein Drogenspiel? Ohne Spaß. Es ist halt unglaublich. Okay, nice. Das habe ich auch geschafft. Das war auch relativ easy. Okay. Hat sich das verändert? Ich weiß nicht genau. Vielleicht können wir hier runter. Ja, können wir. Oh, wir haben auch wieder 5 Leben. Okay, okay. Naja, hier. Oh, nein, warte mal. Hier müssen wir irgendwie. Ah, ich kann fliegen. Wir haben alles. Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe einen Erfolg bekommen. Potato Mann! Bist du jetzt eine richtige Kartoffel geworden? Ich habe keine Ahnung. Der guckt jetzt nicht so glücklich. Potato Mann? Was ist los? Geht's dir gut? Was machst du denn da? Ich wollte das nicht. Was ist denn los mit dir? Potato Mann, rede doch mit mir! Mach die Augen wieder auf! Hallo? Das ist ein seltsames Spiel. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich fertig bin oder ob hier noch was kommt. Ich kann nichts drücken. Potato Man hat irgendwie seine Arme und Beine verloren und ist in diesen komischen Kristall geflogen. Also, ja, keine Ahnung. Das sieht alles sehr schön aus hier. Alter, sieht echt extrem schön aus. Hypnotisieren die mich gerade? Ich bin ein Wolf. Au! Cornel, du bist nun hypnotisiert. Wenn ich mit dem Finger schnipse, dann bellst du die ganze Zeit wie ein Hund. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Und ruhig. Cornel, wenn ich mit dem Finger schnipse, wirst du all deine Abonnenten dazu auffordern, dieses Video zu liken. Hey Leute! Liked alle das Video. Bei 100.000 Daumen nach oben ziehe ich mich nackig aus und begatte Paris Hilton. Und jetzt, Cornel, wenn ich mit dem Finger schnipse, dann bist du Potato Mann und bist wieder am Anfang? Hallo?
Wo sind deine Arme und deine Beine, Potato Mann? Potato Mann, geht's dir noch gut? Ich. Potato Mann? Was ist passiert? Ich wollte da drüber springen, aber es funktioniert nicht. Ich kann nicht mehr da drüber springen. Doch, ich komme noch hoch. Ich schaff's nur nicht so richtig. Ich muss mal Schwung holen. Okay? Schwung holen, habe ich gesagt. Es geht nicht. Doch, oh, ich bin drüber. Ich bin noch mal drüber. Okay. Jetzt sind wir auf einer Farm. Wir können uns wieder bewegen. Hier ist ein Weizenfeld. Das könnte jetzt sein, dass ich hier gerade in irgendeinem. Das hier ist. Also. Muss ich mich jetzt selber einpflanzen oder? Okay. Nimm ein bisschen Fahrt auf, Potato Mann. Was ist das hier? Was ist das? Ist das ein Pokémon? Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was macht ihr da? Ist das eine Kuh? Scheißt die gerade auf mich drauf? Ich glaube, aus mir wird ein Baum. Aus einer Kartoffel wächst doch kein Baum, oder? Ich führe gerade seltsame Selbstgespräche, wirklich. Ich weiß auch nicht, wohin das noch alles führen soll. Jetzt wird's dunkel. Hallo, wo? Ich bin weg. Ich weiß nicht, ob ich das so wollte. Ist es das, was das Leben von mir erwartet? Dass ich im Erdboden versinke? Ja, ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Da wächst was. Wächst aus einer Kartoffel eine Pflanze? Ja, sieht ganz nice aus. Okay, wir sind durch. Also wir haben den Hof gesucht, wo wir eingepflanzt werden, oder wie? Das war ein sehr seltsames Spiel, Leute. Es war, glaube ich, das seltsamste Spiel der letzten Jahre. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Das war Potato Mann, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ich spiele komische Spiele. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!